Ach. Ach, waren wir schon lange nicht mehr hier. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Minecraft Let's Play. Es schneit gerade ganz, ganz, ganz schrecklich und es wird, glaube ich, auch gerade dunkel. Weshalb wir uns am besten demnächst in die Pofe knallen. Jedenfalls ist es immer schwer abzuschätzen, wie spät es eigentlich ist, wenn der Schnee vom Himmel fällt. Gut, ihr Lieben, wir sind komplett leer. Ich weiß gar nicht, was wir so groß gemacht haben. Ich glaube, wir waren letzte Mal in dieser super-duper Höhle, in der wir so viele Diamanten und so weiter gefunden haben. Und deshalb sind wir jetzt auch gerade so leer und könnten eigentlich mal vielleicht mit etwas anfangen, was wir schon länger machen wollten. Wir wollten uns nämlich ein Bett dort reinstellen in die Scheune, damit wir nicht immer zu Dings rennen müssen, zur Mühle. Dann beginnen wir damit doch einfach mal und schauen mal, wo wir das Bett hinstellen könnten. Ansonsten begrüße ich euch natürlich zurück zu einer neuen Aufnahmesession und ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass mir Minecraft immer noch Spaß macht. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen von jemandem, ob mir denn Minecraft noch Spaß machen würde. Und natürlich macht mir Minecraft noch Spaß, deshalb zocken wir es ja auch hier. Und ich habe auch ein wenig neue Musik reingenommen hier überall, sodass es auch ein klein wenig in neuem, ja, Glanz ertönt, nicht nur strahlt. Obwohl, der Glanz ist ja nicht neu, aber immerhin strahlt hier irgendwas. So, wir machen mal jetzt hier fix Wolle rauf. Es gibt nämlich ein wunderbares Bett und das stellen wir wohin, ist die Frage. Bis hierhin steht es schön im Weg. Wir könnten es direkt hier anstellen. Und ansonsten hier den Weg so durchgehen lassen. Dann kann man sich nämlich hier hinknallen. Auch wenn man vielleicht mal... wenn man quasi vielleicht mal hier direkt bei den Tieren schlafen möchte, was kann ja sein, dass vielleicht aus irgendeinem Grunde, wer weiß, es notwendig wird, dass man sich hier niederlässt für eine Nacht. So wie wir jetzt gleich zum Beispiel. Außerdem hat man hier einen schönen Ausblick in die winterliche Landschaft. Und ansonsten gucken wir mal, Dreckkies, Bricks haben wir hier drin. Bricks sind ja gar nicht mal wenig. Ach, ich erinnere mich, wir sind ja mal gestorben, genau, richtig. Steine haben wir hier. Gut, das sind nicht so viele... Hier ist Redstone-Zeug, damit möchte ich mit heute was mit euch machen. Knochen, da können wir die mal zurücklegen. Und ansonsten haben wir hier Blätter, alles klar. Eisen haben wir eine ganze Menge. Ach, damit könnten wir auch mal loslegen. Ah, so viel zu tun und so wenig Zeit mal wieder, aber wir werden schon einiges schaffen. Genau, unsere super Axt, die lassen wir natürlich dort. Der Sand gehört da ja eigentlich nicht drin. Das sortieren wir mal woanders rein. Und es scheint wirklich heller Tag zu sein, aber die Sonne... Die kommt nicht durch den ganzen Schnee durch. Sieht das gut aus? Ach doch, das ist in Ordnung. Das kann man so anbieten. Das passt. Das wackelt und das hat ein wenig Luft. Kakao könnten wir auch mal ernten. Oh, ein bisschen Zeit haben wir ja. So. Ich muss gestehen, dass ich das Minecraft selbst jetzt gar nicht gehört habe. Ich höre es sowieso gerade nicht. Ich gucke mal, ob das durch Zufall vielleicht... Ah, sieh mal an. Mein... Audio-Interface findet gerade Minecraft gar nicht. Dann starten wir es gleich nochmal neu und wir sehen uns sofort wieder, wenn ich, ich gehe kurz in Sicherheit, wer weiß, was passiert. Machen wir es noch fix durch hier ohne Sound. Ihr hört ja wunderbare Musik im Hintergrund. So, machen wir hier noch schnell doll zu, dass wir auch Minecraft dann hören können. Muss ich wahrscheinlich neu starten, das passiert ab und an mal, dass der Windows-Player hier irgendwie nicht alles findet. So, super, da Tür zu. Das war richtig dumm. Richtig schöner Fail. Großartig. So, nochmal hier lang. Man verliert ja nichts dadurch. Außer Zeit natürlich. Und jetzt geht langsam die Sonne wirklich unter. Okay, einfach die Tür zu. Und bloß nicht an den Hebel kommen. Schnell rein in die Scheune und wir sehen uns sofort wieder, dann hoffentlich mit Minecraft-Sound. Meine sehr verehrten Damen und Herren, während ich Minecraft neu gestartet habe und wir langsam die Kühe jetzt auch hören, hat sich die Nacht über uns, ergossen, ihr dunkles Gewand über uns geworfen und wir gehen jetzt endlich mal in unser Bettchen hier, was wir uns schön in die Scheune gestellt haben. Den Kakao werden wir am nächsten Tag dann gleich mal einsortieren und jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wo wir den Kakao einsortiert haben. Ich glaube hier unten irgendwo bei den Milchprodukten könnten wir ihn eigentlich mal reinpacken. Da liegt er nicht allzu verkehrt.
So, und ein nächster schöner Tag hat begonnen hier auf unserer Welt. Schön zugeschneit. Wir könnten eigentlich den Schnee mal wegräumen. Ist mir jetzt aber eigentlich auch ein bisschen zu viel Arbeit. Ich hätte natürlich auch eine neue Schere machen sollen. Das habe ich natürlich jetzt auch verkackt. Naja, gut, sei es drum. Die Felder abernten wäre auch mal wieder dran. Allerdings haben wir noch genug Brot. Da muss man sich erstmal nicht drum sorgen. Aber was wir machen könnten, wäre mit überschüssigem Weizen mal ein paar mehr Hühner züchten, dass wir da auch wieder Nachschub haben. Naja, damit kommen wir nicht gut zu ran, denn wenn wir doch mal die Felder abernten. Das macht dann durchaus Sinn. Können wir auch gleich neue pflanzen. Eine Hoe haben wir, glaube ich, gerade nicht dabei. Hoffentlich machen wir den Boden nicht kaputt. So. Den lassen wir auch mal durchfließen. Und während das da so schön in die Mitte reinrutscht, nehme ich einfach mal einen leckeren Schluck Wein. Ich habe irgendwie das Gefühl, so ein bisschen krank zu werden. Die Stimme ist nicht ganz so da, wie sie sonst sein soll. Passiert, passiert, da kann man nichts für. Wird ja auch langsam Winter. Klar, dass man da so ein bisschen anfälliger ist für sowas, für Halsschmerzen oder ähnliches. Wie geht's euch denn eigentlich gerade? Seid ihr anfällig für Halsschmerzen? Seid ihr wetterfühlig? Habt ihr Kopfschmerzen, wenn das Wetter umschlägt? All solche Fragen brennend interessieren, tun sie mich natürlich rund um die Uhr, ja. Wie es meinen Zuschauern geht sowieso. Nee, ohne Scheiß, wirklich. Und deshalb, ja, schreibt mir das doch einfach mal. Gut. Dann ist alles jetzt wieder in der Mitte und wahrscheinlich arbeitet die Maschinerie unter uns jetzt hier und transportiert alles zu unserem, ja, zu unserer Abholstation, zu unserem Abholpunkt. Die Maschine steht auf bereit. Wir warten noch ein kurzes Momentchen. Wir machen auch mehr Licht aus. Ich meine, Energiesparen ist, denke ich, durchaus angebracht. In Zeiten wie diesen. So, na dann zeig mal, was du kannst, ne? Auf diese Maschine hier bin ich echt immer noch stolz. Sehr schön. Nochmal bereit machen. Das könnte schon fast alles sein. Mal gucken, bestimmt noch ein bisschen was da. Wir schaffen es eigentlich nie, alles mit einem Mal hoch zu transportieren. Nee, da kommt noch was. Da seht ihr das doch, ne? Ja, klar. Tadam. Gleich nochmal richtig Fülle hier. Sortieren wir mal das Überschüssige schon weg. Weil wir wollen ja nur den Hühnchen einen Besuch abstatten. Oh, kommt noch was? Letzte Nachzügler. Sehr schön. Zack. Und wieder auf bereit. Was war das jetzt noch? Oh, doch noch einiges. Nicht nur letzte Nachzügler. Vor allem so viel Seeds werden wir gar nicht brauchen, um die Felder wieder zu bestellen. Aber das haben wir jetzt nun mal. So, einmal gucken wir noch. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, alles drin. Gut, dann die Felder schnell neu bestellen. Und dann gehen wir mit dem Weizen mal zu den ganzen Hühnchen. In der Hoffnung, eine große Hühnerschar heranzuzüchten. Erstmal die 6 vielleicht. Ich dachte, wenn man schnell raufklickt, dann würde man das Feld wieder heile kriegen. Aber wisst ihr, das ist mir so egal, ob wir da einen Weizen weniger haben. Das macht den Kohl nicht fett. Das Weizen leider auch nicht, aber den Weizen leider auch nicht fett. Aber hey, draufgeschissen. Ja, jetzt habe ich es einfach mal gesagt. Oh, 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 da hat sich jemand unterschätzt hier. Hat einer die Menge an Saatgut, den wir brauchen hier für die Felder, habe ich wohl hoffnungslos unterschätzt. Mensch, richtige Sprachprobleme heute. Am besten ich sollte die Aufnahmesession gleich sein lassen. Kommt eh nichts Gutes dabei rum, oder? Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ich heute ganz besonders durch den Wind bin. Ich habe zumindest das Gefühl. So. Kann aber auch daran liegen, dass ich gerade Black Mesa zocke, was mir ja super duper viel Spaß macht, aber was auch ein super aufregendes Spiel ist. Und da, ja, bin ich natürlich komplett dauernd unter Strom, wenn ich hier so Aufnahme-Marathons mache, um euch Folgen zu liefern. Und, ja, ne, wisst ihr, was ich meine. Gut, dann gucken wir mal hier rein und tun uns nochmal einen 64er mit. Dann sollte es aber reichen. Ach, da unten war ja auch noch einer. Naja, gut, dann habe ich das doch nicht überschätzt. Also sozusagen die Menge an Saatgut, die man im Inventar hat, habe ich nicht unterschätzt. Und die Menge, die wir brauchen, habe ich nicht überschätzt. So, genau.
Und im Hintergrund wunderbare Risen-Musik. Ich habe meine Musikliste jetzt wieder ein bisschen erweitert. Also ist jetzt gerade Zufall, dass die laufen. Ich habe ja den Player auf zufällige Wiedergabe. Ihr werdet sicherlich noch einige oder habt auch schon neue Lieder gehört. Und ich werde meine Liste jetzt einfach immer so die nächsten Aufnahmesessions einfach erweitern. Um euch immer so ein bisschen was Neues zu bieten. Schöne Videospielmusik, die mir gefällt. Vor einiger Zeit war es ja so ein bisschen elektrolastiger, davor war es klassiklastiger und davor wieder jazzlastiger und so. Und jetzt sind wir hier angekommen bei Videospielmusik. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss für alle, weil wir sind ja alle Videospieler und wir lieben ja alle das Videospielen. Ja? Das normale Spielen lieben wir auch alle und die Doktorspiele lieben wir auch alle, aber das Videospielen ganz besonders. So, ganze Felder sind fertig, 41 haben wir noch zu wenig, zu viel. Mensch, heute habe ich echt ein Problem mit zu viel und zu wenig. So. Weg mit dem Rest. Whip. Und die 31 nutzen wir mal für die Hühnchen. Den Rest machen wir dann einfach zu Brot. Ich nehme mal an, dass wir nicht die 31 brauchen werden für die paar Hühner, die wir da im Gehege haben. Hallo. Tschüss. So, ihr zwei und ihr zwei und ihr zwei und du bist ganz allein. Hahaha. Ansonsten drücken wir hier mal noch so ein bisschen rum. Vielleicht, geht ja noch irgendwas. Geht noch was? Nee, ne? Ist vorbei, ihr habt alle keinen Hunger mehr. Okay, dann, komm mal da raus hier. Guck mal hier, Weizen. Oh. Geil, oder? Guck mal hier, guck mal hier. Und tschüss. Oha, und ihr kleinen Hühnchen. In die Gefangenschaft geboren. Bestimmt für unseren Formfleischinator. Ne, dieses schöne Gerät hier. Wo stets der Dampf rauskommt. Tür zu. Freigabe. Ja, ja, da wird auch noch einiges passieren. So, ihr habt mir einen Trick geschrieben hier mit dem ewigen Brunnen. Im Eisblock da drunter, den wir da wohl machen könnten. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Schauen. Ich wundere mich gerade, fehlt hier noch... Da fehlt noch Glas, ne? Ne, da ist eine Scheibe drin. Ja, das wollte ich so, genau. Das sollte ja so ein bisschen anders aussehen. Sehr schön. Okay, die Baumfarm, die macht sich... Naja, aber sie sieht halt doch ganz gut aus. Ich finde einfach, dass es... Ja, doch irgendwie was hermacht, dass wir hier einen geordneten Ablauf haben. So, die Hühnereier hätte ich auch mal im Gehege unterbringen können. Und dann machen wir uns am besten gleich mal eine Schere für die Schafe. Oder machen wir zuerst das, was wir bauen wollen. So, kam keine... Ah, na wenigstens ein Hühnchen kam raus. Okay. Ja, ich hatte natürlich einiges mit euch vor. Ich hätte sehr, sehr gerne auf unserer Farm einen Geräteschuppen, wo wir, ja, unsere Geräte unterbringen können. Also ein Schuppen einfach. Und ich würde auch sehr gerne mit euch ein Sägewerk bauen. Weil Holz ist einer der wichtigsten... Ein bisschen karg da oben, ne? Holz ist einer der wichtigsten... Ah, warum denn nicht? Hier, komm, wir sind heute mal spendabel. Holz ist einer der wichtigsten Baustoffe hier in Minecraft. Und deshalb sollte man vielleicht ein Sägewerk haben. Wäre eigentlich ganz schön. Würde mir ganz gut gefallen. Und ich habe ja die Schienen gesammelt, nicht ohne Grund. Ich würde ja sehr gerne mit euch auch noch was mit den Schienen bauen. So, aber hier wäre natürlich Platz für so ein Geräteschuppen. Oder für ein Sägewerk. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Ich habe euch in der letzten Folge leider nicht gefragt, was wir als nächstes bauen könnten. Und deshalb weiß ich jetzt natürlich nicht, was ihr vielleicht haben wolltet. Ich weiß, dass ich letzte Folge mit euch exploriert, will sagen, die Welt von Minecraft erkundet habe hier. Weshalb ich das nicht nochmal in dieser Folge machen möchte. Also nochmal in so eine Höhle zu gehen, halte ich für keine super Idee. Haben wir ja gerade erst wieder hinter uns. Wir könnten natürlich auch ein Bild malen. Ich habe ja noch einige Bilder in der Hinterhand, die ich sehr gerne mit euch noch an die Wand werfen würde. Vor allem eins, das ist ein richtiger Da Vinci, wenn man so will. Richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Darf ich mal vielleicht das schwarze Schaf rausschieben? Ich darf scheinbar. Toll, das schwarze Schaf muss mal wieder hier abhauen. Ey, jetzt haben wir kein Dings mehr. Ne? Jetzt haben wir gerade kein Weizen mehr, um das Viech anzulocken und hier wieder reinzudrücken. Außerdem würde ich gerne diesen Berg hier hinten abtragen, weil quasi Skelette und alles hier noch reinfallen können in unsere Behausung für die Schafe. Das ist eigentlich unschön, dass die hier sozusagen nur an so einem Hang stehen. Den würde ich gerne abtragen und durch richtiges Gatter ersetzen. Und ansonsten... Warum liegt denn hier ein Ei? Das weiß wahrscheinlich nur das Huhn, welches das da hingelegt hat.
Ansonsten sind das so die groben Pläne. Dazu müssen wir natürlich auch noch ein bisschen am Piratenhorst weiterbauen. Allerdings müssen wir dafür vorher in den Nether. Süßes kleines grünes Schäfchen. Und genau das sind die Pläne. Und wie gesagt, ich möchte ja sehr gerne mit euch was mit den Schienen bauen. Ich glaube, mit den Schienen fangen wir einfach mal an, weil wir mit den Schienen selbst noch nichts gemacht haben. Und was es genau wird, das sage ich euch am besten noch nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das natürlich nicht ausprobiert, wie ihr mich ja auch kennt. Ich probiere ja vorher nichts aus. Und hoffe immer, dass es am Ende ganz cool wird. Ich plane etwas, das kennt ihr wahrscheinlich alle vom Namen her. Und das werden wir dann wahrscheinlich einfach mal losbauen. Da beginnen wir, denke ich, in der Wüste.